Willkommen zurück zu einer neuen Folge Elex. Ja, und wir sind auf der Mission Indizienbeweise. Und die Kathi hat was festgestellt, nämlich, wir haben uns noch gar nicht die ganzen tollen Sachen angeguckt, die wir alle nicht tragen können. Guck mal, so eine rostige Axt, ne? Katastrophe. Aber wir können auch noch gar nichts tragen, weil wir das gar nicht geskillt haben. Aber auch Ausrüstung. Hier, guckt mal, die Jägerrüstung. Die können wir auch nicht tragen und die sollten wir aber eigentlich so schnell wie möglich tragen. Ach ja. Oh, hier, Drohnenkontrolle. Oh, wartet mal. Die packen wir mal hier schon mal hin. Und was ist hier noch? Ah, hier, Geschosse. Machen wir mal hier alles. So. Da ist noch mehr. Da, eine Energiezelle. Okay. Ja, hier können wir noch was lernen. Den Falscher können wir lernen. Ja, und super viele Items haben wir natürlich. Und super viele Quests. Mein Gott, und hier ist irgendwo noch eine Quest, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ach ja, das Setzerboot. Ja, wir können uns entweder mit Sinda... Oh, guck mal, wir können mit Sinda darüber sprechen. Sollen wir das mal eben machen? Komm, das machen wir mal eben. Bevor wir hier zu... Biran hieß der, ne? Oder? Barin. Zu Barin gehen. Aber wartet mal, ich habe irgendwo hier hinten, habe ich gesehen, da, man sieht ihn schon, da ist ein Portal, Teleporter. Und hier ist ein kleines Vieh, mit dem wir uns anlegen können, hoffe ich. Oh, ist schon tot. Ja, prima. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich versuche das jetzt mal aus. Einfach mal den Nahkampffokus auf manuell zu stellen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine super Idee ist. Wir werden es herausfinden. Mal sicherheitshalber speichern. Ne, das haben wir ja jetzt gelernt. So. Wir haben einen Teleporter. Oh, ich höre schon wieder Vieh. Ach, du Scheiße. Das ist aber ein Hornwolf, Leute. Ach komm, der hätte ich doch treffen können. Gut. So, das funktioniert doch schon mal. Ja, dann gehen wir jetzt einmal zurück zu Sinda. Sinda, 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 Sinda. Und sprechen mit ihr über das Setzerbrot. Beziehungsweise über den Proviant, den der Iador braucht. So. Und vielleicht sollten wir doch noch mal beim Rüstungsschmied vorbeigucken gehen, ob wir uns nicht doch irgendwas leisten können. Können wir das schon? Natürlich nicht Iador da. Iador braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Setzer jagen schicken. Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der zwei gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber... Naja, für die Setzer reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein? Das habe ich mir schon genommen. Du hast? Sag mal, wühlst du immer bei fremden Leuten die Abfälle durch? Ups. Nein. Du bist mir vielleicht einer. Naja, du hast dann ja, was du wolltest. Okay. So. Was ist denn hier eigentlich mit Jora? So. Oran. Können wir mit dem nicht... Ah, nee. Der hat ja nur zu trinken. Okay, das ist ja Schwachsinn. Nur am Saufen. So. Oh. Der Kerl hat noch nie Hi. Ich glaube, mit dem Born haben wir noch gar nicht gesprochen, oder? Hey, du. Du gehörst nicht zu uns. Was willst du hier? Wer will das wissen? Mein Name ist Born, Sohn von Algor. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger.
Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Genau, wenn er der Oberaufseher ist, warum ist er dann hier am Saufen? Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Die Befestigung hat die Mutanten auch nicht aufgehalten, die durch den Fels gebrochen sind. Was zum... Und das sagst du so einfach? Beruhige dich. Sie sind tot. Puh, das sind gute Neuigkeiten. Ich nehme an, wir haben es dir zu verdanken, dass die Stadt nicht überrannt wurde. Ja, sicher. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas draufgelegt, weil du meinen Fehler ausgebügelt hast. Hoffentlich hat Oryk den Angriff überlebt. Ansonsten habe ich seinen Tod zu verantworten. Ich gehe besser zurück. Ja, mach das mal. Was ist ein Oberaufseher? Jemand, der bereits so lange in seinem Job ist, dass die Leute entschieden haben, er ist jetzt besser darin, andere Leute zu organisieren, als seinen eigentlichen Job weiterzumachen. Oha. Okay. Oh, verdammte Technik. So, Indizienbeweise, liebe Leute. Liebe Leute. Da machen wir jetzt dann weiter. Da müssen wir hier hin. Guck mal, da können wir doch von hier aus hinlaufen. So, auf geht's. Ach so, wartet mal. Gar nicht wahr. Ja, was die Katini im Kopf hat. Wir wollten nach besserer Ausrüstung gucken. Hier, Mr. Rüstungsschmied. Hallo. Und wir können auch mal was verkaufen. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Genau. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, bitte. So, wartet mal. Ein Jägerhelm. Guck mal. Werkerhelm. Jägerrüstung. Können wir die, guck mal, so eine Jägerhose, ne? Aber wir haben, was haben wir denn an? Also wir haben, anscheinend haben wir die ja an. Weil sonst wird da ja minus 1 oder plus 4 oder so stehen. Tut's aber nicht. Aber einen Helm haben wir nicht. Aber guck mal, da sagt auch nicht plus. Wartet mal. Komisch, komisch. So, was haben wir denn an? Wir haben eine Jägerrüstung, nee. Die Hose haben wir an, richtig? So. Die Werkerhose nicht. Die Jägerrüstung können wir nicht tragen und auf dem Kopf haben wir gar nichts. Ach, aber ich will nicht so eine komische Mütze aufhaben. Sag ich euch, ganz ehrlich. Hatte denn nicht irgendjemand... Irgendjemand hatte hier so eine super tolle... Das weiß ich ganz genau. Die möchte ich haben. Wartet, ich zeige euch, was ich meine, sobald ich das gefunden habe. Irgendeiner muss das ja verkaufen hier. Müssen wir natürlich nur noch mal durch ganz Goliath latschen. Weiß er nicht, vielleicht hat die Sinder das? Wir gucken mal. Vorsichtshalber mal bei Sinder noch mal reingeguckt. So, handeln. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Ja, mache ich. Da, die meine ich. Ist die nicht toll? Die möchte ich haben. Auch wenn das total Schwachsinn ist. Aber egal. So, jetzt gucken wir mal, was wir so verkaufen können. Ja, so eine Keule. Wartet mal. Also eine rostige Axt. Die Eisenstange kann weg. So. Ja, die Keule kann auch weg. Und ich glaube, das Schwert, das behalten wir erstmal. So, die Jägerrüstung ist klar, die können wir noch nicht tragen. Das kann weg. So. Und jetzt gucken wir mal hier. Schnaps, ja. Schnapsbrause. Ich weiß nicht, was ich verkaufen soll. Am liebsten will ich alles behalten. Was mit dem Wein? Oh. Setzerbrot. Oh, Setzerbrot brauchen wir. Tja, was ist mit dem Energiespeicher? Werden wir Kleriker oder werden wir Berserker? Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Oh, wir haben den Elex-Trank, guckt mal. Den können wir gleich mal trinken. Und einen kleinen haben wir auch. So, mal hier erstmal das ganze Zeug hier entausrufungsnisieren.
Oh Mann, ich habe heute Wortfindungsprobleme, ich sag euch das. So, haben wir denn jetzt fast mal alles hier? So ein bisschen pures Mana-Fell. Guck mal, Fell. Das können wir doch verkaufen. Federn weg, Krallen weg, Zähne weg. Werden wir jetzt reich? Bitte lass uns reich werden. Klebeband, ja, das brauchen wir doch bestimmt. Irgendwo für brauchen wir das doch, oder? Oder verkaufen wir den ganzen Kram auch? Ich weiß es nicht. So, Bücher, okay. Okay, Flugblätter, mein Gott, die ganzen Bücher, die müssen wir auch noch alle lesen. Das haben wir auch noch nicht getan. So, haben wir jetzt alles. Hier, Hammer, weg damit. Das braucht auch keiner. Öllampe. Besen, Becher. Oh, guck mal, 49 Krüge. Messer, weg. 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 So, jetzt bin mal gespannt, wie viele Millionen Zigaretten wir haben. 741. Das gibt Geld. Das gibt Geld. So, okay, die ganzen Anleitungen, die behalten wir selbstverständlich. Aber wir können mal gucken, ob die Sinder noch Anleitungen hat. Ja, und das behalten wir auch mal eben. Das behalten wir auch alles. So, hat sie Anleitungen? Ring der Kraft. Was macht der? Stärke plus 10 für 100. Oh, da brauchen wir ein Auge des Zyklopen für. Ja, das ist aber weit weg. Und hier, das Asselfleischteller-Ding haben wir schon. Okay. Ja, bitte abschließen. Sehr schön. So, und jetzt setzen wir uns... Technikkram. Ja, ja. So. Oh, das sieht doch toll aus, oder? Jetzt sind wir schon viel stärker. So, jetzt aber. Ich weiß, der Weg ist nicht weit, aber die Kathi, die ist faul. Die läuft die 5 Meter jetzt nicht, wenn sie nicht muss. So. Und jetzt huschen wir hier runter. In Richtung Barin. Hieß er doch, ne? Oh, da ist wieder ein Tierchen, was wir verprügeln können. Ich weiß gar nicht, wir haben noch gar nicht mit dem Bogen geschossen. Sollen wir das mal machen? Oh Mann. Oh oh. Achtung! Ja, schieß drauf. Duras. Duras, echt jetzt? Tja. Oh Mann. Also der Duras, der ist noch nicht trainiert. Den müssen wir erstmal noch zurechtweisen. Ist ja eine Katastrophe. So, Heiltränke. Und ah, wir brauchen Setzerbrot. Das heißt, wir laufen jetzt schön am Wasser entlang, in der Hoffnung, dass hier Setzerbrot ist. Wo geht denn das Wasser her? Können wir dem Wasser noch ein bisschen folgen? Das könnten wir sogar machen. Ja, dann machen wir das doch. Oh, mal speichern. Na, sonst sterben wir gleich. Da, ich sehe schon wieder ein Tierchen. Ein süßes kleines Tierchen. Und ich sehe Setzerbrot. Das will ich aber erst aufheben. So. Oh, da kommt was anderes angerannt. Ja, treffen will gelernt sein, auf jeden Fall. So. Oh, da kommt der zweite auch noch. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Geh weg, ich möchte nicht mit dir kämpfen. Ich möchte mit dem anderen kämpfen. Mit dem hier möchte ich kämpfen. Noch einmal draufhauen, komm schon. So, und jetzt können wir mit dem anderen kämpfen, wenn wir den denn treffen. Also mit Fokus ist das schon irgendwie... Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Also ich finde mit Fokus im Kampf, also während des Kampfes selber, finde ich mit Fokus schöner. Aber wenn man dann hier sofort rumläuft und dem ausweicht und so, da ist das ohne Fokus schöner. Aua, 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 aua. Danke. So, wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Da. Sehr schön. Direkt hier, ne?
kennen wir ja schon. Ja, viel Setzerbrot gab das ja hier noch nicht, ne? Auch Setzerbrot. Und hier, was ist hier? Einmal gucken. Oh, da sind Häuser. Bemerkenswertes Land. Wo sind wir da vorbeigelaufen? Ach, es gibt überall was zu looten. Das macht so Spaß, den ganzen Kram hier einzutüten. Nur ich weiß gar nicht, woran man... Also man... Oh, hier ist gar nichts zum Looten. Schade. Na, man muss sich ja auch irgendwo behalten können, wo man schon war und wo man noch nicht war. Nee. Oh, Setzerbrot. Wie viel brauchen wir denn noch? Wie viel Setzerbrot? 20 Stück noch. Oh Mann. Das ist aber noch ein bisschen was. Ich sehe aber nur eins. So. Komm, dann hauen wir mal eben den Beißer hier weg. Oh, ja, das ist natürlich doof ohne Fokus. Ah, nicht so clever. Aber das probieren wir jetzt einfach nochmal. Okay. Ja, mache ich jetzt den Fokus an oder nicht? Ich kann mich da echt nicht entscheiden. Wir gucken nochmal. Wir stellen den nochmal an. So. So. Fortsetzen. Irgendwo war ein Setzerbrot. Oh, da. Ja, Häuschen, liebe Leute. Häuser looten. Hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass wir hier looten werden. Wer weiß, was es hier so Tolles gibt. Können wir ja nicht dran vorbeilaufen. Hier ist schon mal eine Garage. Ist schon mal... Ist was im Kofferraum? Nee. Okay. Oh, Blümchen. Blümchen. So. Dann gucken wir uns doch hier mal um. Ein kurzer Brief. Und sonst nichts. Aber es gibt ja noch eine obere Etage, richtig? So. Schlafsäckchen. Oh, Magnesiumfackeln. Geht's hier runter? Ah, okay. Okay. Turas. Du bist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, ne? Oh, wartet mal. Liegt da noch was? Ein Flugblatt. Und sonst aber nickes. Wartet. Hier ist noch mehr. Oh. Okay, verstehe. Ja, Kathis Orientierungssinn. Oh. Oh, so viel zu lesen. Und ich will das alles noch gar nicht lesen. So, hier noch? Nee, nix. Aber ich sehe einen kleinen... Ich weiß gar nicht, wie heißen die? Wie heißen die nochmal? So. Ein Kritter. So. Und daneben geballert. Habt ihr gesehen? Danke, Duras. So. Und noch Setzerbrot. Ja, ich glaube, dann werden wir uns hier noch ein bisschen aufhalten und die Häuser looten. Und Setzerbrot sammeln, damit der Irdor nicht verhungert. Gibt es hier noch mehr Müll? Nee, okay. Gut. Oh, ich sehe einen Raptor. Oh, wartet, da kommt noch ein Vieh. Irgendwas ist hier. Den hauen wir noch um. Nicht angreifen. Nicht, ja, so ist brav. Oh, das ist ein schwacher Kritter sogar gewesen. Gut. Also, dann, wie gesagt, looten wir weiter in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann.